Und da sind wir wieder bei Watch Dogs. Beim letzten Mal wurden wir am Ende der Folge noch gehackt. Das war sehr gemein. Das war wirklich sehr, sehr gemein. Kopfgeld verdient. Womit? Und wir haben ja immer noch versucht, dieses komische Ding da oben freizumachen. Ich weiß noch immer noch nicht, wie soll das soll das gehen. Versuchen wir mal von der anderen Seite irgendwie an das nicht an die Türentriegelung zu kommen, aber ich hege da keine großen Hoffnungen. Bademeisterin. Früherer Zirkuskünstler, ist auch interessant. Arbeitsvisum abgelaufen. Alles nicht von Interesse. Ich will oben nur die Tür aufmachen. Da, warte mal, die war nicht hier, die war auf der Seite. Wir kommen da nicht rein und wir kommen da nicht hoch. Dann noch eher schlecht. Nee. Was ist dein Problem? Ich gehe noch mal nach oben. Vielleicht finde ich da irgendwas. Hopp, hopp. Und rauf da. Ja, wir kommen hier nirgendwo ran. Das ist ein Problem. Von hier aus ist ja auch nichts. Fehler? Was? Beruf? Fehler, ja. Das. Schlecht. Gibt's doch nicht, wie soll ich denn dann rankommen? Ach. Nein! Muss nur im richtigen Winkel stehen, dann geht das auch. Hat doch eben noch geklappt. So. Machen wir es eben so. Dann ist die Tür da oben offen und danach können wir weiter. Ich glaube, wir müssen als nächstes wieder zum Bunker zurück. Und quasi Informationen auswerten. Alles klar, jetzt sind wir schon mal so weit. Ah, ich bin. So. Jetzt darauf. So. Und da ist der Turm. Alles klar. Zack, tschüss. So. Hurra! Mein Unterschub, Untersuchungshinweise, Fahrzeug und XP. Wir haben auch, glaube ich, wieder ein paar Skillpunkte, die sollten wir mal einsetzen. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt wollen wir erstmal runterkommen. Fortschrittsbelohnung. Hurra! Ich weiß leider bisher noch nicht genau, was das alles bedeutet. Bezirk freigeschaltet hier, das weiß ich. Schau mal eben. Ach. Scheint ja in der Nähe zu sein, dann machen wir das mal eben. 300, ein paar Meter. Toll. Auf Hafturlaub. Ach je. Brettspiel-Fan. Schreibt Drohbriefe. Ach was. Du besucht häufig einen rassistischen Blog. Ach Gott, oh Gott. Immer die Menschen und ihr komischer Rassismus. Wuchs in einer Pflegefamilie auf. Die offenbar nicht so viel Geld hatte. Wenn man eben das Geld. Nikotinsüchtig. Eine Umschuldung. Bipolare Störung. Aha. So. Geldautomat mal eben abheben, was wir bisher so wieder gehackt haben. Dürfte ja ein bisschen sein.
Abgehobenes Geld, 1400. Wir hatten doch. Oder sind die nach dem Tod alle wieder weg? Das wäre doof. Focht Strafzettel an. Ja, Umschuldung. Du. Gut. Arschloch, ich gebe dir gleich. Spielte was? Sammelt Dosen und Flaschen. Schwachstelle. Gibt's hier eine Kamera? So. Schauen wir nochmal. So, ich weiß jetzt nicht, wo das Opfer ist. %50. Da passiert nichts. So, 50%. Mein Bester, wie läuft's? Jo, wir müssen reden. Mist. Ach. Ich hätte warten sollen, bis da steht eingreifen. Kacke. Naja. Nun gut. Dann nehmen wir uns mal hier irgend so eine Karre und fahren zurück zum Bunker. Boah, ist die schwer zu steuern. Hilfe. Ja, die Ampelanlage ist wieder im Arsch, ich weiß. Wo haben wir es denn? Die Insel. Ihren Fehlfunktionen weiterhin für Unfälle. Viele der betroffenen Autofahrer erwägen derzeit eine Sammelklage gegen die Stadt. Oh. Eine Sammelklage gegen die Stadt? Das heißt, wenn wir so weitermachen, wird die Stadt noch arm. Will kein fixer Auftrag, wie oft denn noch? Und was haben wir jetzt mal? Mobilherausforderung. Nein. So, ich wollte ja mal eben Fähigkeitenbaum. 7 Punkte haben wir. Dann wollte ich mal schon hacken. Hacken, hacken, hacken. Hacken. Was ist das da? Gegnerkommunikation stören. Rückkopplung. Headsets, okay. Ja, was haben wir da? Transformatoren. Dampfleitung. Wow, das sieht cool aus, das will ich haben. Ich mach das mal. Ja. Und dann noch die Rückkopplung. Dann haben wir noch 2 Punkte und die können wir jetzt gerade nirgendwo einsetzen. Außer hier, Pistolenexperte. Erhöht Schussfrequenz. Fokusboost herstellen. Nö, fahren. Nö. Mach ich das noch. Alles klar. So. Und auf zur Insel. Wie kriegen wir noch den Anfang der Mission in diesem Part hin? Wupp. Aber dieser Tobias, der ist echt schlecht synchronisiert worden. Das muss ich leider sagen. Irgendwie hört er sich total unpassend jung an. Oder es sind einfach eine Menge Drogen, die da im Spiel sind. Ich glaube, so kartentechnisch haben wir auch, glaube ich, fast alles freigeschaltet. Ja. Brem, brem. Okay, das werden die Brücke wieder zugemacht. Brem, brem.
Das ist noch eine Brücke. Ach, sieh mal eine an. Gut, das ging hier mal durch. Omas Bulldogge, was ist das denn? Da bin ich mal gespannt. Omas Bulldogge, das klingt ja super. So, Bunkerzugang. Ja. Mal schauen, was uns da erwartet. Und mal schauen, wie Clara den Laden hier wieder fit gemacht hat. Aus der Ferne mit... Ja, ich muss erstmal da runterkommen, sonst geht hier nämlich gar nichts. Verlassen. So. Oh doch, sieht schon gut aus. Was ist denn... Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Okay, hör mal, ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich habe keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gern im Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Nein. Dann mal los. Okay. Ach, die Clara, die ist schon ein Zuckerstück. Also los, dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Und hä? Frauen muss man bitten. Ja. So, was genau suchen wir jetzt? Was passiert da jetzt? Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Komm schon, Mann. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihn sehen. Hast du mich beim ersten Mal nicht verstanden, oder was? Na, warum ist das für eine Art Marihuana an, natürlich. Rüber da. Aus der Knie geflohen. Und du da? Ist dir deine Alte auf den Sack gegangen? Beim Militär beworben. Was ist das? Seh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkauft. Ach du Scheiße. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. So, das geht. Das geht noch nicht. So. Das schon auf? Ne, so kriegt das auf. Da brauche ich den da oben wieder. So. So. Besser an die Zähne bewaffnet. Das ist eine Festung. Wird nicht leicht da reinzukommen. Oh mein Gott. Abgefangenes Audiolog. Ach, der schon wieder. Er hält ein bisschen viel von sich selbst, das muss ich ja schon sagen. Oh, leidet an Diabetes. Da kenne ich auch Menschen. Eher unschön. Deswegen hatte ich gerade ein bisschen Hemmung, den zu hacken, aber gut. Was habe ich jetzt getan? Was tue ich hier gerade? Was suche ich? Hat nur begrenzt Internetzugriff. Besucht regelmäßig BDSM-Clubs. Wer weiß, was das ist? Der weiß, was das ist. Sammelt Baseballkarten, Informanten für die Kinder- und Jugendhilfe. Ah, das ist eine Kamera. Das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. Blablabla. Alles klar. Ach ja, Gott. Das ist ja... Fahrstuhlfahrt ist ja entspannt. Jetzt auch mal wieder... Ah. Was haben wir da? Turntable-Enthusiast. Also ein DJ. Ey, was ist hier los?
Schreibt eigene Computerviren. Aha. Kommen der Sache, glaube ich, schon näher. Was haben wir hier? Blutspender und HIV-positiv. Alter, was macht der da? Oh Gott, nein, 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 tu das nicht. Nein, tu das nicht. Oh mein Gott. Der war HIV-positiv, richtig? Mach das nicht. Nein. Und... Oh Gott. Scheiße, ey. Jetzt hat er sich selbst angesteckt und ich höre hier dauernd irgendwelche eindeutigen Geräusche. Wo kommen die her? Das interessiert mich dann gerade mal doch ein bisschen. Ist der jetzt auch HIV-positiv? Nee. Wo kommt das her? Huch. Ach, sind wir wieder hier drin. Oh mein Gott. Die da unten? Alter, was geht hier ab? So, ich suche ja jemanden. Wurde an einer Technikerschule angenommen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Es laufen gerade in die falsche Richtung. Das ist ein bisschen doof. Ich höre hier noch mehr in der Art. Gott, ey, ich krieg hier die Krise bei sowas. Was soll das? Schreck, geh mal wieder zurück. Danke. Vater ist im Gefängnis. Aha. Kaufpillen. Ja, sind immer die richtigen. Eine auf hart machen, aber kleinste Dinge im Universum haben. So. So, hier haben wir wieder Zeit. Nee, noch nicht. Muss man eben schauen. Das geht darum. Dann läuft hier doch irgendwo Zeit. Nee. Wenn ich das so rumdrehe, dann kriege ich zum einen den Gang durch und den Gang. Wenn ich den dann umdrehe nach da, dann muss ich den nach da drehen. Der muss so. Dann kriege ich den frei. So, ich mach's mal. So. Das ist frei. Alles klar. Jetzt muss der nur noch. So, so schnell geht das. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Tablettensüchtig? Falschen Namen für Bibliotheksausweis. Wuchs in Armut auf. Mutmaßlicher Zuhälter. Und du? Mit nur einem Hoden. Okay. Unterstützt Zetzek. Ah, jetzt ist es hier ein Dingens. Wir verstehen Ihre Zurückhaltung, aber Ihre Daten bringen Blumen zur Strecke. Das könnte uns beiden nützen. Uns ist egal, wem die Stadt gehört. Das entscheiden Sie. Wir wollen nur das CTOS ausschalten. Oh. Das ist der Schlüssel. Oh, jetzt müssen wir auch noch woanders hin. Das gibt's ja nicht. Ach, hier kam das her. Okay. Wurde entführt. Hypomanie. Kenne ich nicht. Egal. Audiolog. Ist das Nummer 4? Ja. Oh Gott, was haben die mit dem vor? Oh, hier läuft einiges schief in dem Viertel. Und noch so ein Ding, mal schauen. Wir drehen das, dann kommt das dahin. Dann drehen wir das, dann kommt das auch dahin, dann geht das frei. Dann brauchen wir das zu drehen. Ich probiere es einfach.
Nee. So. So, dann geht das auf. So. Dann brauchen wir die Richtung. Und die Richtung. Dann ist das frei. Das. Dann müssen wir es unten wieder drehen. So. Und wir sind drin. Wo auch immer wir jetzt drin sind. Nummer 5. EOS ist das Beste, was Blum für Chicagos Unternehmertum kommt. Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. Oh Mann. Opfer von Menschenhändlern. Opfer von Menschenhändlern. Interessant. Unter Überwachung. So, wir versuchen mal da rauszukommen. Ich würde das gerne noch in diesem Part hier abschließen. Das wäre schon cool. Haben wir irgendeine Alternative? Die da? Ah, hier kam. Warte mal, kann man hier nicht raus? Ach genau, wir kamen hier raus. Dahin. Versuch es mal dahin. So, da geht nichts. Aber wir haben einen Laptop. Ach, ein Audiolog ist das nur. Okay, keine Kamera. Hier ist nichts weiter. Nehmen wir die Kamera. Dann kommen wir auf die da. Es läuft ja eigentlich immer alles nach demselben Prinzip. Was? Beobachtest du mich? Beobachtest du mich wieder? Und, willst du auch was? Mehr habe ich nicht, das ist meins. Alles da drüben gehört dir. Ach Gott. Also fick dich, fick dich. Alter, hat der Probleme, ey, das gibt's ja nicht. So, oh. Was ist das da? Huch. Huch. Hat neuen Drogencocktail kreiert. Glückwunsch. Boah, ist es dunkel hier drin? Okay, wir sind nicht mehr weit weg. Ist hier eine Kamera? Ist hier eine Kamera? Eine feste? Die da. So, Kamera. Fensterläden. Okay, dann haben wir einen geraden Durchgang. Falls wir wieder... So, dahin. Dahin. Da. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Fuck off. Da ist dein Kartenleser dran. Scheiße. Oh. Da ist er ja schon. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Badbug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann. Ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Nur, dass du... Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandmas Bulldog? Die hässliche kleine Tülle? Fathead. Hey, der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Ja. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Quinn. Ich überließ Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion, okay? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Der verdammte Hampelmann kann mir mal die Eier kraulen. Und was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Super Truppe, Leute, super Truppe. Wie
Wiesel. Oh Gott, oh Gott. Oh, Alter. Sonst noch was? Okay. Oh mein Gott, ey, was ist hier nur falsch? Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Bedbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Macht Sinn. Ja, so, Nummer 3 haben wir alles, 4 haben wir auch. Gut, dann sollte es das fürs Erste gewesen sein. Ich gehe mal eben hier rein. Alter, Hauptsache jetzt Gangversteck aus und... Boah. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao!